Zusatzstoffe werden also auch in der Brotindustrie weniger verwendet. Wie unser Körper auf diese Stoffe reagiert, dazu gibt es immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Ralf Gold, Direktor der Neurologischen Klinik in Bochum, hat zusammen mit seinem Kollegen Aydın Haygikya zu einem Stoff geforscht, der früher als Konservierungsstoff in unserem Brot üblich war, und Erstaunliches herausgefunden. Herr Professor Gold, wir sind gerade mit dem Thema Brot dran und ich als Vorkoster, ich bin ja immer so ein bisschen allergisch oder kritisch, was Zusatzstoffe angeht, auch gerade im Brot. Ja. Jetzt haben Sie was ganz anderes rausgefunden. Nun haben wir Fettsäuren untersucht in Bezug auf ihre Wirkung aufs Immunsystem. Konkret geht es um den Zusatzstoff Propion, der vor ca. 20 Jahren im Brot üblich war, der aber heute nicht mehr verwendet wird. Wir haben noch in den 80er Jahren immer auf den Broten den Hinweis gehabt, 1 Gramm Propionat im Brot enthalten, 2 Gramm Brote, Streichwürste. Also Propionat war weit verbreitet damals. Als Konservierungsstoff. Mhm. Genau. Und wir sind von der anderen Richtung gekommen. Ja. Wir haben nämlich von den Propionaten dann die Eigenschaften aufs Immunsystem untersucht. Und wir haben dann überraschenderweise gefunden, in komplexen experimentellen Modellen, dass wir in den Modellen durch Propionate das Immunsystem regulieren können. Besonders bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen könnte diese Entdeckung eine wichtige Rolle spielen. Denken Sie an Rheuma, denken Sie an Schuppenflechte. Jeder 50. Deutsche hat irgendeine Form von Schuppenflechte. Asthma, insulinabhängiger Diabetes. Und spätestens, wenn man Autoimmunerkrankungen hat, dann nehmen die Patienten, so ist es in unserem Bereich, viele Stoffe ein, um das Immunsystem wieder zu regulieren. Ja. Es ist überaktiv bei Autoimmunerkrankungen, es braucht eine Regulation. Und das konnte Ralf Gold in einer anfänglichen Studie bei Multiple Sklerose-Patienten zeigen. Durch die regelmäßige Einnahme von Propionat hat sich das Immunsystem der Patienten nachweisbar verbessert. Das ist jetzt Propionatsalz, also Natriumpropionat. Und in so einer Kapsel sind 500 Milligramm drinnen, zweimal täglich, am besten zu den Mahlzeiten, um zum Beispiel mich zu schützen vor der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen. Das wäre ein Aspekt, man weiß ja nicht, was einen erwischt. Ja. Die sind im Allgemeinen nicht erblich, die Autoimmunerkrankungen. Oder wenn man schon eine hat, die therapiert ist, aber nicht ausreichend stabil ist. Im Brot ist der Stoff zwar nicht mehr enthalten, dafür könnte er als Nahrungsergänzungsmittel eine Zukunft haben. Eigentlich bin ich ja in meiner Funktion als Vorkoster immer sehr kritisch, was Konservierungs- und Zusatzstoffe angeht. Aber das Thema finde ich jetzt wirklich mal spannend und ich kann nur hoffen, dass die Forschung so weitergeht und dass vielen Menschen geholfen wird.